Herr Kardinal, Bischof Kreutler hat Ihnen hier bei seinem Auftritt zugerufen, Sie sollen Mut haben und mit Mut in die Zukunft gehen. Für was brauchen Sie den Mut jetzt konkret in den nächsten Monaten als Deutsche Bischofskonferenz? Naja, in dieser konkreten Flüchtlingskrise, glaube ich, wird von der Kirche auch erwartet, mir hat das ein Politiker mal gesagt, nicht der Bischof Kreutler jetzt, sondern der ein Politiker, was erwartet, der gar nicht jetzt unbedingt kirchlich gebunden ist. Er sagt, was ich von euch erwarte als Kirche, ist, dass ihr uns Hoffnung gebt. Und das war in den Gesprächen im Hintergrund hier auch bei den Arbeitsgruppen der Fall. Eine Gesellschaft, die orientierungslos zum Teil ist oder ratlos oder sich verstrickt jetzt in Verschwörungstheorien, Untergangsszenarien. Was wird aus uns? Wie geht das weiter? Wir sehen die Sackgasse. Wir gehen unter sozusagen. Ja, da ist der Christ gefordert, da ist der Bischof oder die Kirche gefordert, Mut zu machen. Zu sagen, nein, wir können etwas tun. Auch diese große Krise. Einfach wird es nicht sein, es wird herausfordernd sein, es ist anstrengend, aber wir können vorangehen, wir können etwas tun, wir brauchen nicht zu resignieren. Und das ist, glaube ich, für diese aktuelle Krise ganz wichtig, dass die Kirche das der Gesellschaft auch sagt, ohne jetzt ihr was vorzumachen, ohne einfach nur oberflächlich Optimismus zu verbreiten. Aber es ist doch überhaupt keine Frage, dass ein solch, Sie haben es eben genannt, ein so reiches Land wie Deutschland auch eine große Herausforderung meistern kann. Das müssen wir doch als Kirche einmal sagen können. Und dass das auch bedeutet, dass wir uns vielleicht von manchen Wohlstandsgewinnen, wir werden nicht morgen in Armut fallen, aber trennen müssen, dass manches eben auch geteilt werden muss. Aber dass das noch nicht das Ende unserer Zukunft ist, da denke ich, haben wir in den nächsten Monaten als Kirche gerade in diesem Punkt viel zu tun. Sie haben jetzt die Leitsätze für die katholische Flüchtlingsarbeit hier verabschiedet und beschlossen als Bischofskonferenz. Wie tief hoffen Sie, sickern diese Leitsätze jetzt rein in die Kirche? Hoffen Sie, dass Sie auch Impulse setzen auf gemeindlicher Ebene tatsächlich? Ja, die Leitsätze sind ja jetzt nicht der Anfang unserer Arbeit, sondern spiegeln das wider, was schon geschieht zum Teil. Das ist ja nur noch mal eine Selbstvergewisserung auf dem Weg. Also es ist nicht so, als würde jetzt mit der Arbeit begonnen, weil wir die Leitsätze gemacht haben und die Leute sagen, ach, jetzt haben wir die Leitsätze, jetzt können wir anfangen zu arbeiten. So ist das ja nicht, sondern es wird ja voll gearbeitet. Das Engagement lässt auch nicht nach, wie manche behaupten. Jedenfalls, wie ich die Informationen habe, auch mit den Projekten habe ich gesprochen, die hier waren, die 10 Projekte, habe gefragt, wie ist es bei euch mit dem ehrenamtlichen Engagement? Die haben gesagt, es lässt nicht nach, das können wir nicht sagen, es ändert sich, manche gehen, manche kommen neu dazu. Also insofern sind die Leitsätze jetzt nicht der Anfang der Arbeit, sondern eine Vergewisserung auf dem Weg und hoffentlich die Ermutigung, weiterzumachen und das zu intensivieren. Das ist eigentlich der Punkt der Leitsätze und in ein, zwei Jahren müssen wir vielleicht nochmal neu schauen, müssen wir noch was Neues sagen oder müssen wir das ergänzen, müssen wir das vertiefen. Aber es sollte deutlich werden, die Flüchtlingsarbeit, die Integrationsarbeit, das, was an Herausforderungen auf uns zukommt, wird auf der Tagesordnung der Kirche bleiben. Und wir ermutigen dazu, diesen Weg weiterzugehen. Das ist der Sinn, auch im Sinne des Mutmachens.